Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Dienstag, der 10. September. Wir haben wie immer 3 Streaming-Tipps für euch rausgesucht. Heute geht es mal wieder um ein allseits beliebtes Thema momentan, nämlich künstliche Intelligenz. Außerdem gehen wir den Fragen des Vaterdaseins auf den Grund. Zuerst klären wir aber, warum normale Kartoffeln nicht überall auf die Eins kommen. Wir alle kennen das sicherlich. Wenn man im Urlaub ist, möchte man gern überall essen gehen, Neues ausprobieren und auch die Kultur verstehen. Essen ist ja schließlich Kultur. Und für manche Menschen bedeutet Essen auch Heimatliebe, gerade dann, wenn sie nicht mehr in der Heimat leben. Die Dokumentation Alles außer Kartoffeln – Menschen, Küche, Heimat – begleitet genau diese Menschen. 6 Restaurantbesitzerinnen und Besitzer mit Migrationshintergrund werden bei ihrem Alltag begleitet. Dabei geht es nicht nur ums Essen selbst, sondern auch um die Geschichten der Menschen. Familie Ting zum Beispiel kommt aus Taiwan und hütet geheime Rezepte. Wir kommen aus Taiwan, da sagen wir Thailand, ist ja nicht Thailand, Taiwan. Taiwan, eine kleine Insel im chinesischen Meer. 24 Millionen Menschen. Herr Ting ist in der Hauptstadt geboren und aufgewachsen. In einer Diktatur. Bis in die späten 80er Jahre gab es keine freien Wahlen. Wurden Andersdenkende rigoros verfolgt. Damals. Zurzeit herrscht eine Demokratie in Taiwan. Also man hatte diverse Freiheiten, Pressefreiheiten, Redefreiheiten. Man kann jetzt sagen, was man denkt. Menschen wie Familie Ting mussten eine große Reise auf sich nehmen und viel hinter sich lassen, um sich ihren Platz in Deutschland zu erkämpfen. Eine Geschichte, die am saudischen Königshaus beginnt und die inmitten des gegenwärtigen China-Taiwan-Konflikts führt. Wenn ihr die Geschichte von Familie Ting erfahren wollt oder wenn ihr wissen wollt, wo es die besten georgischen Teigtaschen in Deutschland gibt, dann könnt ihr alle 6 Folgen von Alles außer Kartoffeln, Menschen, Küche, Heimat ab sofort in der ARD-Mediathek schauen. Von uralten, traditionellen, teilweise mit Hand aufgeschriebenen Rezepten kommen wir jetzt in die Gegenwart oder besser gesagt in die Zukunft. Können künstliche Intelligenzen vielleicht in Zukunft die besten Rezepte selbst schreiben und die Küche revolutionieren? Ist künstliche Intelligenz ein Heilsbringer oder stürzt sie die Menschheit ins Verderben? Darum geht es in der Dokumentation KI-Revolution – Der Aufstieg der Maschinen. Reporter Miles O'Brien schöpft Hoffnung und sieht KI als etwas Positives, denn er hat 2014 seinen Arm bei einem Unfall verloren und kann dank einer KI-Prothese ein relativ normales Leben führen. Trotzdem sorgen sich viele Menschen wegen KI. Ein Programm wie ChatGPT scheint denken, sprechen und schreiben zu können wie ein Mensch. Wie viele Jobs wird die Software möglicherweise eines Tages ersetzen? Hanifa Reed lässt für die Forschung fälschen. Er und sein Team demonstrieren, wie einfach sich Fake News generieren lassen. Sie blinzelt nicht, aber schon ziemlich gut. Und das in nur 1,5 Tagen. Die Automatisierung senkt die Schwelle, um die Realität zu manipulieren. Und immer mehr Menschen werden das tun, darunter auch Böswillige. Wir werden sehr viele solcher Fälle erleben. Die Dokumentation wägt Pro und Contra ab, zeigt, wie gefährlich schnell sich Fake News mit KI verbreiten können, aber zeigt eben auch, wie eine KI zum Beispiel Brustkrebs im Frühstadium erkannt hat. Wenn ihr noch weitere spannende Erkenntnisse zum Thema künstliche Intelligenz erfahren wollt, dann könnt ihr die Doku KI-Revolution – Der Aufstieg der Maschinen jetzt in der ZDF-Mediathek sehen. In unserem letzten Tipp bleiben wir zwar in der Realität, es wird aber etwas lustiger. Jack Whitehall ist ein britischer Comedian und Fernsehmoderator. Er nimmt die Dinge meist nicht so ernst und hat ständig einen lockeren Spruch auf den Lippen. Doch nun wird er Vater und das stellt ihn vor Herausforderungen, die er selbst nicht leugnen kann. In Jack Whitehall, Vaterschaft mit meinem Vater, begeben sich der Comedian und sein Dad auf eine Weltreise, um Antworten auf die großen Fragen des Elternwerdens zu finden. Dazu versucht er auch, die Schmerzen der Frau nachzuempfinden und trägt zum Beispiel eine Art Schwangerschafts-Bodysuit.
Jake, halt ihre Hand. Was immer du tust, sieh dir das Spiel von der anderen Seite an. Ich meine, deine Mutter musste... Ich will nichts vom Spiel hören, bei dem ich rausgekommen bin. Ich habe ihn den ganzen Tag getragen, um Roxys Schwangerschaft nachzuvollziehen. Was zum Teufel ist das? Außerdem will ich auch so einen Körper, wenn ich erstmal Vater bin. Geben Sie spüren, wie weh es tut. Atme! Ich sag mich los von meiner Unreife. Unglaublich. Wie ihr hören könnt, nimmt Jack nicht alle Selbstexperimente zu 100% ernst. Er ist halt auch durch und durch Comedian. Ob er trotzdem wichtige Erfahrungen aus der Reihe mitnimmt, das könnt ihr auf Netflix sehen. Da gibt es nämlich Jack Whitehall, Vaterschaft mit meinem Vater, ab sofort zu sehen. Das waren unsere Streaming-Tipps für den Dienstag. Wenn ihr einen Tipp habt, den wir an dieser Stelle mal vorstellen sollen, oder wenn ihr Feedback oder Wünsche habt, dann schreibt uns doch gerne, entweder per Mail an kontakt@detektor.fm oder über Social Media. Die Tipps für heute hat Lia Rogge rausgesucht. Skript und Moderation kamen von mir, Imke Zimmermann. Audioproduktion Benjamin Zerdani. Ich wünsche euch eine schöne Woche weiterhin und wie immer, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen. Ciao, ciao. Was läuft heute? Online- und Videostreams, TV-Programm und Dokus. Empfohlen vom Podcast Radio Detektor FM.